Der kompakten SUVs, der kleinen Geländewagen, das boomt ja nach wie vor, vor allen Dingen bei denen mit sparsamem Dieselmotor. Aber alle Welt redet in dem Zusammenhang eigentlich nur von dem Tiguan, von VW, vom BMW X3 und jetzt natürlich von den neuen Modellen Audi Q5 und Mercedes GLK. Dabei gibt es durchaus Alternativen. Wir haben heute im Test den Patriot von Jeep. Das ist ein US-Hersteller. Vom Patriot verkauft Jeep in einem ganzen Jahr so viele Autos wie VW vom Tiguan in einer einzigen Woche. Also man sieht, das ist ein seltenes Auto. Und so stellt sich natürlich die Frage, ist das eine Alternative, eine interessante Alternative für Leute, die einfach ein Auto suchen, mit dem man weniger auffällt? Oder ist es schlicht und einfach ein völlig indiskutabler Ladenhüter? Also der Innenraum hier, die Verarbeitungsqualität, das begeistert mich überhaupt nicht. Das ist ganz viel Plastik, das lässt sich alles eindrücken. Das wirkt hart, rau, billig. Das hat nichts von den weichen Oberflächen, die viele deutsche Autos ja haben. Und ja, muss ich schon klar sagen, da haben die deutschen Wettbewerber mehr zu bieten. Ja, und ein zweites Problem bei dem Auto, das ist diese geschoppte, diese wahnsinnig tiefer gelegte Karosserie, die wirkt wie ein Coupé. Man sieht nach vorne nichts. Die Scheibe, die geht wahnsinnig weit nach vorne, die ist steil, das Dach geht auch ganz weit nach vorne und ich muss mich richtig vorbeugen, jetzt hier um die Ampel zu sehen. Das ist eigentlich unbefriedigend und das ist eigentlich auch nicht SUV-typisch. Da bieten Konkurrenten einen deutlich besseren Überblick über das Verkehrsgeschehen. Ja, hier auf dem winterlich verschneiten Parkplatz ist die Traktion mit dem Allradsystem in der Tat super. Das ist eigentlich so, wie man es von Jeep gewöhnt ist. Ja, ganz gut ist eigentlich der Motor. Das ist ein VW-Aggregat, 2 Liter, Pumpe-Düse-Technik noch, also nicht die allerneueste Generation, aber 140 PS, geht ganz gut, auch hier aus dem Drehzahlkeller, hat eine befriedigende Laufkultur, wird unter Last ein bisschen dröhnig. Alternativ gibt es einen 2,4 Liter großen Benziner mit 170 PS, aber angesichts des Verbrauchsunterschiedes, wir haben hier im Drittelmix eine Angabe von 6,6 Litern, greifen ohnehin die meisten Käufer zum Dieselaggregat. Die US-amerikanische Autoindustrie, die liegt ja momentan ganz schwer am Boden, noch viel mehr als die deutsche. Und so ein bisschen kann man das hier auch an dem Patriot festmachen, der so das Schicksal vieler Autos aus Amerika teilt. Er ist im Prinzip nicht schlecht, aber dann doch eher wieder ein MeToo-Produkt, wo das Besondere eigentlich fehlt. Der Motor, der Diesel von VW, macht eine ganz gute Figur, auch verbrauchsmäßig. Die Fahreigenschaften sind in Ordnung. Die Qualität könnte etwas besser sein, die Verarbeitungsqualität im Innenraum, die Rundumsicht. Aber das sind eigentlich alles keine großen Sachen. Das Entscheidende ist eigentlich, das Image fehlt, von dem deutsche Hersteller profitieren. Und auch der Preis ist nicht so niedrig, als dass sich die deutschen Käufer in Scharen auf das Auto stürzen würden. 29.290 Euro Grundpreis, das ist okay, aber es fehlt eigentlich so wirklich der Kaufanreiz und so wird der Patriot wohl auch weiterhin in Nischendasein führen.